Ich nehme Zombie, Akro. gerade. Noch mehr Zombie, Akro. Und zwar richtige. Okay. Ja, okay. Hier oben ist eine Mosi. Wo oben? Ah, hier Ja. bist du. Du bist hier? Ja. Das bin ich. Nee, wo ist denn da, der Leggero? Also, ich komme mal runter. Nimm mal Ja, meine mach Axt in gleich. die Hand, falls dir gleich mir der Zombie entgegenspringt. Kann ich die Mosin nehmen oder möchtest du die haben, DSF? Bin so gut wie voll. Gut. Wollte ich zwar nicht wissen, aber okay. Nee, Spaß. Bang. Ja, der Zombie ist bei mir. Ich hau ihn mal weg. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt PU-Scope weggeschmissen habe. Ja, schon. Hab ich ja noch. Ah, du hast noch eins, Ja, okay. ich habe ja das andere. Ah, Ich habe ja ich hab's das Long Range gesehen. Scope. Hast du mich gesehen? Nee, bist du schon raus? Ne, pass auf. Ich bin jetzt auf der Rückseite, wo wir eben waren. Auf diesen ganzen Hintergärten. Ah, ich hab dich gesehen, jo. Dreh dich mal um. Wir sind hier im Haus drin. Hier oben war die drin. Ja, ganz oben, genau. Wunderbar, wunderbar. Was ist das? Grafzahl. Genau. Wunderbar. Kron, du weißt, dass es Zeit ist. Ja, es ist Zeit. Genau, es ist Zeit. Richtig. Danke fürs Erinnern. Bitte, bitte. Immer gerne. Was wären wir denn unters? So. Und zwar, jeder sechste Internist in Deutschland wurde schon einmal von einem Patienten verprügelt. Das finde ich Opfer! gut. Dir vorstellen, du bist Internist und dann kommt der zu dir und haut dir volle Kante aufs Maul. So Das nämlich. ist gut. Irgendjemand hat von euch Schmerzen? Ja, ich. Warum? Ganz vielen Zombie-Schlägen. Nicht gut. Wie gesagt, du hast zwei unterschiedliche Anzeigen, im Prinzip, also Anzeigen hast du ja nicht, aber zwei unterschiedliche Werte für Blut und für Leben, ne? Und du kannst zwar Blut voll haben, aber Leben nicht. Und Leben füllt sich ganz langsam auf, wenn du Blut voll hast und wenn du den ganzen anderen Scheiß voll hast. Die sieht aber echt cool aus, die Mosin. Ja. Aber keine Schmerzmittel. Möchtest du, das ist DSCF. Möchtest du mich boxen mit deinem Erste-Hilfe-Kasten oder was? Willst du mich boxen mit deinem Erste-Hilfe-Kasten oder was? Chrom, wo bist du? Ich hätte noch ein Komm gerade runter. Fernrohr für dich. Haben, Und Munition natürlich. haben, haben. Haben, haben, haben. Haben, haben, haben. Haben, haben, haben. Haben. Hier bin ich. Komm doch hoch, dann machen wir das oben. Mann, ich sehe schon geil aus. Also, ich meine natürlich mit dem Gewehr. Jetzt brauchst du nur eine grünlichere Hose. Richtig. Erstmal das PU-Scope. Boah. Inserat. Ja, ich denke, da kann ich noch durchgucken. Das wird Dann ungefähr. kriegst du einmal. Nee, ruinierte kriegst du nicht. Du kriegst Pristine 7,62 Rounds in der Schachtel. Bisschen aus wie im Ersten Weltkrieg so. Wenn ich hier so im Schützengraben hocke. Allegio, das Spiel, den Download-Link, den ich geschickt habe, probier es mal aus, das ist echt. Lohnt sich. Ah, da ist es. Ach was? So. Waren wir es denn? PU-Scope. Ach, das ist ja geil. Ja, es geht sogar noch ganz gut. Ja, das. Hier liegt Munition und nochmal Handschellen. Brauchst du noch mehr Munition? Ich hab relativ viel, das will ich damit sagen. Angeber, aber kannst du mir gerne noch welche geben, wenn du möchtest. Aber ich kann nicht mit R nachladen. Nee, warte mal, it doesn't fit in there. Was? Wieso das denn? 7,62 mm. Mosin ist doch 7,62 mm. Ja. Musst du das ja nicht Ne, erst rausholen? 7,62 ist die M4, glaube ich. Nee, ist nicht. 7,62 ist die Mosin. Musst du vielleicht das erst empty, also leer machen, den Kanister? Kanister? Das ist ja so eine Packung. Ach da, empty. Ja. Ach, jetzt klappt's. Cool, oder? Load Ammo. Das hört sich besser an. Oh yeah, Baby. Oh yeah. So, kann ich jetzt eigentlich einfach mit R nachladen? Nee.
Einzige, was ich gegen Schmerzen habe, ist Morphin. So, leg dich nicht mit mir an, Baby. Leg dich nicht mit mir an. Bleibst du? Warte, wie war das noch? Wie macht man nochmal die Sachen weg? Nicht auf Tab, sondern auf den da drüber, genau. Genau. No. Ist ja so viel besser, aber okay. Guck mich mal an. Sehr schön. Zieh die Waffe mal. Warte. Leertaste. Sehr schön. Gefällt mir. Ich kann doch genau ins Gesicht schießen. Ob du das wohl lässt? Ja, ihr seid beide ganz cool. Okay, weiter? Jetzt muss ich hier noch eben antworten. Und wir wissen live promoten. Einfach bei Steam angeschrieben, tragödisch. Live moten. Ach komm, kann ich die Mose nehmen und die Axt? Ja. Moment, da muss ich nochmal kurz so. Wir nehmen mal einen Platz ein. Praktisch. DSDF, brauchst du noch einen Ersthilfekasten? Voll. Bitte was? Voll, ich kann nichts übernehmen. Ah, okay. Vielleicht irgendwas austauschen? Ich guck mal eben kurz, was da drin ist. Und wie gut die Sachen dazu sind. Die Nadel ist pristine. Ansonsten alles. Oh, einmal Bandage pristine, aber es ist egal. Und ansonsten alles irgendwie worn oder sonst irgendwie verbraucht. Der Esch packt wieder ein bisschen rum. Ja. Von mir aus. Weiter? Können wir dann weitergehen? Wo wollen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Der ist ja fast so eine gute Richtung. Ja, müssen wir mal gucken, wa? Wir könnten versuchen, nach Starisoba zu kommen. Da ist bestimmt was Cooles. Ja, dann los. Die Kerze und alles. Wir müssen überlegen, wie wir von hier aus nach Stari kommen. Kleine Quizfrage. Wer weiß, wie dieser Panzer heißt? Ich weiß es! Hier, nehmen Sie mich! Warte mal. Wir müssen uns hier aufstellen und aufzeigen. Hier, nehmen Sie mich. Ja, wie heißt er? Dieser Panzer ist ein russischer T-55. Falsch. Nein, der T-34 hat einen kleineren Turm und der ist weiter hinten. Ich hab recht. Genau, T-34 heißt. Nein, das ist kein T-34, das ist ein T-55. 34? Das ist ein T-55. Also in Arma ist es ein T-34. Nein, es ist kein T-34. Der T-34 sieht anders aus. Ich blende Ich blende hier jetzt mal zum Vergleich ein Bild von einem T-34 ein. Bitte schön. Sehr schön, ich weiß. Jetzt habe ich mir diese Arbeit gemacht und muss tatsächlich hier ein Bild einblenden. Ich bin echt ein Arsch. Blendet ihr euch mal gegenseitig der Bilder ein, das ist mir Wurst. Ich sammle weiter Klamotten. Ja, stimmt. Also ich meine, es wäre ein T-34 aus Arma. Echt, der T-34 hat einen kleineren Turm. Und der hat vorne eine Klappe. Der Panzer hat vorne eine Luke. Oder nee, das könnte ja sogar sein. Luke, ich bin dein Vater. Stimmt. Kann sogar sein, dass du recht hast. Ach, was weiß ich. Ich hab Arma-Kenntnisse. Ich auch. Frage. Ja, ich bin in einem Arma-Clan. Ich spiele das richtig taktisch. Weißt du? Ich hab hier mal eben Kaliber 357 Munition gefunden. 29 Stück. Ich glaube, ihr beide könnt euch ein bisschen, Lass uns mal den DSDF was nehmen, weil, Du mit der Mosi rumläufst. Genau, ich hab ja das dicke Ding. Bin ich verletzt, weil ich so gerade so gehumpelt bin? DSDF, komm mal her. Man humpelt, wenn man verletzt ist. Keine Ahnung. Aber. Hier, und da kommt die Munition. Splitte ich die mal? Ich splitte die trotzdem. Splitte die mal. 15 für die SF. 20 Schuss für liegt die noch nicht, momentan. liegt noch nicht. Immer noch nicht. Und jetzt ist es selber abgestürzt. Nein. Hey, was ist das denn hier? Das ist ein Scope. Munition. Da hab ich auch noch bei Skype angeschrieben. Och, das gibt's ja nicht. So, was hab ich denn für einen Scope? Ich hab einen. Jetzt liegt sie da. PU-Scope, okay. Du erstmal unten rein. Hast du sie? Ja, ich mach mal meinen zweiten Bildschirm aus, der geht mal um den Zack so. Sehr schön. Also, wo wollen wir hin? Stari? Stari Sobor. Und los. So. Warte mal erstmal, bis ich unten bin hier.
Ob du das wohl lässt? Weiß ich nicht, ob ich das lasse. Da. Bajonett! Bap! Bajonetta! Das sieht sehr komisch aus von der Seite, würde ich dazu nur sagen, ne? Leute, Kinder, streitet euch nicht, ihr Buben. Eine Dame anwesend. Weiß zwar nicht wer, aber die ist bestimmt da. Auf? Ja, auf und davon. Auf. Up, up, anyway. Mal kurz Schilder lesen. Wir können wirklich den Schilder folgen, weil Starry Sobor kannst du tatsächlich auch lesen auf Russisch. Aber da würde ich erst eine Küste entlang gehen, würde ich vorschlagen. Küsten, glaube ich, jetzt nach dem Schild. Ich laufe nur hier wild rum. Lauf einer von euch beiden vor, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur spielen. Jetzt muss ich das Schild überprüfen. Ja, Schild hat recht. Schild hat recht. Schild hat immer recht. Und vielleicht hätten wir jetzt. Das heißt, du bist verantwortlich. Jetzt hätten wir trinken sollen, übrigens, wenn wir eine Stadt verlassen. Ja, das wäre eine gute Regel. Da unten ist ein Zombie. Wie wär's, wenn wir alle ein DC-Handbuch zusammen aufschreiben? Ja. Verkaufen wir dafür 1666 Euro. Und 66 Cent. Ah, ich muss noch mal einen Funny Fact zwischendurch loswerden, der nicht in meinem tollen Buche steht. Ja. Alle Sorteile zusammen dauern insgesamt 666 Minuten. Bim, 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 Zahl des Teufels. Das war ein lustiger Soundeffekt. Ja, in der Tat. Ich glaube, ich schreie auch ein bisschen rum. Mit Schmerzen. Ich gebe euch mal einen Tipp, liebe Zuschauer und liebe Mitspieler. Wenn ihr eine UV-Lampe habt, so wie ich, haltet die nie unter keinen Umständen auf eure Tastatur. Ich habe eine UV-Lampe. Weil Fett leuchtet gelb. Und, ja. Das werde ich machen. Ich nehme die morgen einfach, mit. Einfach nicht machen. Leuchtet dann deine ganze Tastatur gelb wahrscheinlich. Zähne leuchten geil. Bitte? Zähne sehen cool aus. Ja. Und meine Maus, ne? Ich fresse ja immer Chips beim Zocken. Und ich habe danach mir erstmal eine neue Maus gekauft. Ah. War ekelig. Oh, wir laufen so offensichtlich. Im echten Leben würde ich uns selbst wegschießen. Wirklich. Und du, wo du doch eigentlich so ein bisschen Verständnis davon haben müsstest von der Materie. Nee, eigentlich nicht. Also, weiß ich nicht. So, bei deinem Beruf, kriegt man da sowas beigebracht? So, oft auf der Straße laufen ist blöd, weil man abgeschossen wird? Nee. Ja, nee. Kommt doch, glaube ich, selten in solche Situationen. Ne? Ja, das ist richtig. Heute lernen wir was über Zombie Survival. Genau. So, liebe Schützengrenadiere. Generalkommandanten, Anwärter. Und konstantinopolitanische Dudelsack vor allem zum aktuellen Praktikantenplatzanwärter. Ja, auch. Ja, die auch. Guck mal, da vorne ist der Turm von Starry. Nee, ist das der? Nee, kann er nicht. Boah, ich will zu dem Green Mountain. Können wir auch hin, aber da ist noch ein Stück weiter. Aber niemand spricht über Green Mountain. Außerdem lohnt sich das auch nicht, wenn wir noch keine Autos haben. Richtig, und was wollen wir in Green Mountain? Niemand spricht über Green Mountain. Das ist der Ort, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay, gut, Green Mountain. Nee, das ist irgendwie ist das gruselig da. Jehova, Jehova! Ohne Scheiß ist es gruselig da, das geht nicht. Überhaupt nicht gruselig. Doch, das ist gruselig da. Wollen wir nicht eben das Haus hier checken? Ja, check. Checken, 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 checken. Ich muss checken, checken. Ich komme die Treppe nicht hoch, ich bin zu blöd. Was war das denn? Hör auf damit! Nein! Haus des Teufels. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Viele gehen rein und niemand kommt raus. Ja. Was glaubt ihr, sind mehr Leute in den Kölner Dom reingegangen als rausgekommen oder mehr Leute rausgekommen als reingegangen? Das ist lustig. Vor allem das ist was würde mich wirklich interessieren. Viele Leute dann gestorben sind und aber viele Leute... Warum denn im Kölner Dom jetzt? Weil da sind so viele Leute schon drin gewesen und da ist bestimmt schon jemand drin gestorben und da wurden bestimmt schon Leute drin geboren. Und dementsprechend könnte man sagen, im Kölner Dom sind mehr Leute rausgekommen als reingekommen. Hör auf so zu stöhnen, so Mann, diese Verletzungsstöhner. Aus meiner Mutter mehr Männer rausgekommen sind als reingekommen. Und bei Leggero auch genauso.
Das sind auch aus deiner Mutter, sind mehr Männer rausgekommen und reingekommen. Ich hatte solche Gedanken vorhin schon und hab sie extra nicht ausgesprochen, weil ich dachte, ey, das ist, ein bisschen strange. Ja. Weiß ja, ne? Strange ist genau mein Ding, Baby. Genau mein Ding. Die Koppel da gehört zu Stani oder was? Koppel was? Gorka. Es gibt eine. Nein, es gibt eine Kuppel in Stari und in Gorka gibt's auch eine Kuppel. Ja. Ja. Ich hab's vorhin für die Kuppel von Stari gehalten, das ist die Kuppel von Gorka, ist halt, ne? Körperliche Betüchtigung muss so aussehen. Gott, ja, vor allem musst du da dabei so einen schrägen Kopf haben. Ja, weil ich will mir das ja selber angucken. Ey, sieht aber voll gut aus. Wie machst du das? Einfach nach oben gucken. Also halt so nach oben und dann. Ich hab eine rote Kette. Ist nicht gut. Ich bin ganz weit vorne. Ja, ich sehe dich aber noch. Ich sehe auch, wie du korrigierst und dich umdrehst und so, von daher. Los, wir müssen laufen, 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 laufen. Ja, super, dass wir der Straße folgen. Ja, Laufsimulator 5000. Es hat sich nichts geändert seit der Mod. Muss man so eine Geschichte erzählen, ne? Erzähl mal was. Wir haben ja Zeit. Und zwar, ich war tatsächlich mal in der Klapse. Warum, sage ich jetzt mal nicht, aber ich war tatsächlich mal drin. Ja. Und da war noch jemand und der war da seit längerem drin. Ja. Der ist da ausgebrochen. Der hat es tatsächlich geschafft. Und der wäre auch nie geschnappt worden, wäre nicht über eine rote Ampel gegangen. Oh Gott. Da hat die Polizei, also Lucero, hat ihn festgenommen, Personalien festgestellt. Ja. Und zurückgeschickt in die Psychiatrie. Das ist. Und es klopft an meiner Tür. Ja, ich hab's gehört. Ist gut, Fatih. Ja, hab ich. Das hat auch jeder auf YouTube gehört. Danke dafür, Papa Herz. Wir haben einen Zombie hinter uns. Ja, der stört mich nicht. Weiter. Mein Papa Herz versteht nicht. Ich habe morgens zur zweiten Stunde Unterricht. Muss nicht so gut schlafen gehen. Ich habe morgen Nachtdienst. Das heißt, ich könnte im Prinzip. Ich sollte sogar länger wach bleiben, damit ich in den Schlafrhythmus reinkomme. Ja. Dann mach das. Ja. Ich bin aber müde, weil ich. Schreiben. Bitte was? Morgen eine Klassenarbeit schreiben. Ach, ist auch gut. Nicht schlecht. Welches Thema? Deutsch. Welches Thema? Sterben. Werben. Sterben? Alles. Ja, alles. Also. Sterben? Werben. Werben oder sterben? Werben. Tu-Wörter. Tu-Wörter. Tu das. Was du nicht willst, dass man dir tut, das Fügel kommt man dann zu. Na. No. Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist. Das ist böse. Meist. Meist. Ich geh in die Holze. Ne. Durchsuchen wir die? Was? Gibt's hier Brunnen? Ich glaube nicht. Das ist, bestimmt, aber ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Wir haben einen Zombie hinter uns immer noch. Irgendwo. Ja, das ist ja egal. Vielleicht können wir den da mal abhängen. Na, wir laufen alle um den Brunnen rum. Ja. Rum. Ja, wir laufen um den Brunnen rum. Herum. Das ist aber eine gute Aussicht. Ja, oder? Eigentlich ja. Ganz schön. Oh, voll schön so. Oh, ist das nice. Das sagt man nicht. Doch, Korall sagt man. Also sagt man auch nice. Korall? Ja. Man sagt nicht mehr cool, man sagt Korall. Weißt du das nicht? Oh, ich dreh durch. Zombie auf der Straße. Bin ich gut, da soll er bleiben. Nee, soll er nicht. Also hier ist bestimmt irgendwo ein Brunnen. Ich wäre eigentlich stark dafür, dass wir uns hier nochmal auffüllen kurz. Ja, können wir gerne machen. Aber erst müssen wir dem Zombie geben. Du musst auf den Kopf zielen, höher, du musst etwas höher zielen. Ich bin ja dann dabei, so. Weil du triffst am höchsten Punkt. Er lebt noch! Er lebt noch! Geh weg, geh weg, geh weg! Hilfe! Dem gebe ich heftig! Und jetzt ist er immer noch nicht tot, glaube ich. Axt in die Hand!
Ja, okay, ist tot. Der ist tot. Okay, merken, niemals das Messer. Doch, Messer ist in Ordnung.